Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Ich habe mal wieder einen Amerikaner auf dem Fass, und zwar den FEW oder FEW in Englisch. Das ist ein Bourbon, ein Straight Bourbon, aber heute habe ich mal keinen aus Kentucky, sondern einen aus, wir haben Illinois, in der Stadt Evanston. Und ja, die ist jetzt keine Gemeinde, sondern das ist so ein Vorort, wie man kann nennen, das MSA, Metropolitan Statistical Area. Also so ein kleiner, ja, nahe Chicago. Und der, ja, hat eben seine erste Whisky-Brennerei mit der FEW-Brennerei bekommen. Und interessanterweise, die Initialen, FEW ist ja ein Akronym, eine Abkürzung, und stehen für Frances Elizabeth Willard. Und das ist eben eine, ja, eine Frau, die, na, ist auch eine Frau, Frances, ja, denke schon, Elizabeth müsste eine Frau sein, die eben sehr stark eben im Temperance Movement drin war. Und die haben sich für, ja, die Prohibition eingesetzt. Und ja, wenn man ein bisschen mit Geschichte von Amerika sich auseinandersetzt, die Prohibition war ja, was war das, Ende Erster Weltkrieg bis Anfang Zweiter Weltkrieg. Zwischen den Weltkriegen hatten die keinen Alkohol. Und da war ja, Chicago war ja ein Riesending der Prohibition, weil da sind ja die, ich glaube, da sind auch die Cocktails erfunden worden, oder war es New York, also irgendwo da oben. Und da hat man, ich glaube, Al Capone war auch die Geschichte. Und da war ja ein Riesenschmuggel über die Seen und über die Kanadier, bei denen, und da kam dann der ganze Canadian Whisky eben damit auf, der dann später eben wieder ein gutes Stückchen zurückgegangen ist. Ja, genug über Hintergrund, ist eine kleine Brennerei mit einer Kote-Destillationsanlage aus Deutschland. Mashbill sind 70% Mais, und ich muss hier aufmachen, weil obwohl so stimmen waren es gar nicht, aber die sind gut verschlossen. Also, wobei ich finde es immer gut, wenn sie gut verschlossen sind. Mal aufkriegen tut man sie alle noch. Also irgendwo findet man dann doch ein Messer, mit dem man dann noch alles aufkriegt. Oh, der Kork ist auch noch richtig gut verschlossen. Ah. Okay. Also da habe ich wenig Bedenken, dass diese Flasche irgendwo groß auslaufen wird. So, wo war ich? 70% Mais, also ein richtig schöner Bourbon. Dürfte sich damit, glaube ich, gerade Kornwhisky nennen. 20% Gerste und 10% Roggen. Also 10% Roggen ist schon ein Anteil, wo man ganz gut was dabei vom Roggen schmeckt. Die Fässer sind sogar auch aus Minnesota. Also amerikanische Weißeiche, stark ausgebrannt mit, ja, regionalen Fässern. Die ist ja aus Illinois, ne? Chicago, Illinois. Minnesota ist aber gleich daneben. Ich muss sagen, also ja, ich kenne mich ein bisschen mit den Staaten Amerika aus, aber ich war schon lange nicht mehr da. Also ich habe da ein bisschen eingerostet, bin ich. Also hier gerade Illinois, Minnesota verwechselt. Naja, also merkt man, ist ein schöner Bourbon, schön süß. Hat diese Maisnote, Karamell, Vanille. Aber er hat auch so einen leichten, frischen Geschmack. So ein bisschen so hier. Ist nicht ganz Pfefferminz, so ein bisschen Minze ist mit dabei. So ein, ja, man merkt schon so hier, der Roggen spielt auch mit. Ja. Mmh. 46,5%. Transportiert eine ganze Menge. Mmh. Auch schön süß. Kommt aber auch ein bisschen Forward dran. Also auch ein bisschen was von der Frische. Jetzt geht es so. Nee, nicht Minze, sondern Menthol. Also er geht Richtung Menthol. Bisschen so Richtung Kräuterbonbon, sehr süß mit Kräutern drin, deswegen Assoziation sehr stark mit Kräuterbonbon. Wie hießen denn diese gelben Kräuterbonbons?
Die waren so, so, so innen drin so braun-schwärzlich waren. Oh, ich weiß es nicht mehr. Aber die waren die so, ich denke, man kennt sie. Aber die sind richtig so, ja, so in der Richtung schmeckt er. Also, hat noch so ein bisschen was mit Backen noch. Ganz leicht Weihnachten mit dabei. Aber ist super Sache. Oh ja, also transportiert schon eine ganze Menge. Schöne Geschichte, kann man machen. Ja, ist aber kleine Brennerei. Also mittlerweile, ich habe sie jetzt schon ein paar Jahre gesehen. Also die gibt es jetzt schon, ich denke mal, über ein Jahrzehnt müsste sie schon geben. Ist aber doch aus einer Craft-Szene eher entstanden. Und die hatten hier, haben sie immer noch hier vorne so ein bisschen die Wahrzeichen vorne drauf hier mit. Ich denke, es ist irgendwas in Chicago. Ich war auch einmal in Chicago, aber da war ich dann, als ich unterwegs war, bin ich ein bisschen krank geworden und ja, habe mir wenig von der Stadt anschauen können, da ich eh nur 2 Tage gehabt habe und die bin ich fast nur im Bett gelegen. Naja, ich kann euch jetzt leider nicht direkt erzählen, worum es jetzt hier darauf geht. Aber die gehen so ein bisschen, es gibt ja noch die blaue und ein paar andere noch, die haben dann noch so Wahrzeichen drauf, weil sie eben, ja, Illinois, Chicago, sich damit sehr verbunden fühlen. Und das ist eben die Craft-Brennerei aus der Gegend. Dann kann ich noch sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.